Moin Moin, willkommen zurück bei Evil Gaming TV mit LS19 und wir haben einen neuen Spielstand, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Und zwar habe ich eine schöne Map gefunden, die schimpft sich das obere Glenntal aus der Südpfalz. Wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Map. Sehr gut gestaltet. Und ich finde, die ist ideal für Solo-Let's Play. Also meiner Ansicht nach. Im Vergleich zu der US-Map und der anderen Europa-Map ist sie halt etwas kompakter. Es ist halt nicht so weitläufig und viel, viel schöner gestaltet, finde ich persönlich. Ja, ich habe die Map gerade auf Normal gestartet. Da haben wir 1,2 Millionen plus ein paar Fahrzeuge gehabt. Die habe ich jetzt alle vertickt. Oder den Großteil davon. Falsche Taste. Wir haben jetzt noch zwei Traktoren, Anhänger. Den können wir auch weghauen. Weide, Hühnerstall, großes Silo, Bauernhaus und den Unterstand. Allerdings haben wir kein einziges Feld. Die kaufe ich jetzt mit euch zusammen und dann, wenn genug übrig bleibt, halt einen vernünftigen Mähdrescher und sowas. Ja, mal gucken. Wieder falsche Taste. So, also so sieht erstmal die Map aus. Also hier steht auch nochmal der Name. Ich finde sie sehr schön. Dieser Bereich ist ja nicht nutzbar. Das ist so hinter dem letzten Rand. Also vielleicht wird die Map ja noch erweitert, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich finde sie eigentlich ziemlich schön. Und ja, welche Felder nehmen wir? Also ich würde das auf jeden Fall nehmen. Das nehmen wir. Das. Und das. Denke mal, das ist ein guter Anfang. Jetzt haben wir noch 1 Million. Dazu würde ich ganz gerne die Horsch Direktsaat nehmen. Da, die hier. Den kleinen Düngerstreuer, das reicht ja vollkommen aus. Ich habe Pflügen an und Kalk aus. Die Dinger sind ja quasi gleich dem Pflügen. Ich finde die halt besser eigentlich. Die lassen sich besser steuern. Was nehmen wir denn da? Kuhn. Der ist kombinierbar mit irgendwas. Ach so, das ist der, den wir auf den anderen Spielstand hatten. Könnten wir theoretisch noch Saat und sowas ranhauen. Kann man auch Dünger? Was gibt's denn da von Kuhn? Düngetechnik. SB1000. Ist das denn kombinierbar? Nee. Aber theoretisch. Es ist halt nur für die Saat noch. Aber ist egal, dann nehmen wir. Was ist das? Mit Dünger. Ah, wir nehmen den. Wir haben ja direkt Dünger in der Saatmaschine mit drin. Nehmen wir das Ding, dann brauchen wir noch einen Mähdrescher. Und das reicht noch für meinen Traum. Dann nehmen wir nämlich gleich den New Holland. Falls ihr die Map auch nehmt, seht ihr auf jeden Fall auf Mittel, dass man irgendwie so viel Geld dazu kriegt. Irgendwie auf einfach kriegt man viel weniger dazu. Ist mir aber jetzt hinterher erst aufgefallen. Oh, naja.
Und dann haben wir noch wie viel? 400.000. 400.000. Ich bin am Überlegen, ob ich die ganzen Trecker noch abstoße und neu hole. Ne, den John Deere behalte ich. Den Deutz behalte ich. Den stoße ich ab. So, jetzt haben wir 600.000. Möchte den Fast Track dazu haben. Den nehmen wir nämlich für Saatgut wegbringen. Und den Fendt mit 400 PS nehmen wir noch. Kaufen. So, ich würde sagen, ideal ausgenutzt das Geld, was wir gekriegt haben. Meine Maus hängt gerade. So. Pedale. Hätten noch vielleicht größeren Anhänger dazu nehmen können, aber beim nächsten Mal. Haben wir eigentlich Silo-Inhalt? Ah, das ist auch der Unterschied. Auf einfach hat man richtig viel noch im Silo. Warum nimmst du das nicht? Ich will dich annehmen. Gucken, ob ich das vorsichtig wegschieben kann. Und gleich die neue Saatmaschine zerkratzt. Und das Schneidwerk auch. So, Rundumleuchtern. Ich blinke ja noch. Also ich muss echt sagen, mir gefällt die Map wirklich. Sieht eigentlich richtig, richtig schön aus. Habe ich Verkehr an? Verkehr an. Schmutz. Wo ich die getestet habe, gab es mehr Verkehr. Da durfte ich dann mit 30 km/h die ganze Zeit hinter so eine scheiß wie heißen die nochmal? Beton-LKW. Betonmischer hinterher juckeln. Hab ich auch mega angetan von. Bin auch an überlegen, ob ich selber noch mal versuche, eine Map zu bauen. Was ich mich nur frage, wie kriegen die das hin, die Straßen so perfekt zu legen? Gibt es da jetzt was Neues für? Weil hier sieht man ja,
keinen einzigen Übergang. Oder haben sie, hat da irgendwelche vorhandene Straßennetz genommen von der Hauptstraße? Hast du doch andere Straßen wie in der Hauptmap, also. Och nee, brauchen wir jetzt noch ein anderes. Ach, da sind Sonnenblumen drauf. Wir brauchen noch ein anderes Gebiss. Jetzt ernsthaft. Na super. Wir bringen hier erstmal das Schneidwerk hin. Ja. Was ist denn hier überhaupt drauf? Das könnte Soja sein. Das ist Raps oder nee, ist aus auch Soja, auch Soja. Und das? Nein, Baumwolle. Ja gut, das können wir mal direkt so wie es ist überflügen. Dann macht der Helfer jetzt hier die Sojabohnen, würde ich sagen. Zack. Zusammenklappen. Aufklappen. Machen wir als erstes hier einmal den Feldrand gemeinsam. Weil da vorne zum Beispiel ist noch eine andere Fruchtsorte und irgendwie spacken die Drescher rum, wenn da eine andere Fruchtsorte irgendwo zwischendrin steht. Was echt ziemlich nervtötend ist. Dann bricht nämlich auch der Helfer ab. Daher machen wir jetzt mittlerweile angewöhnt, grundsätzlich einmal den Rand zu machen, bevor ich das erste Mal gepflügt habe. Sonst hat das alles keinen Sinn. Ich hoffe, er erweitert die Map noch ein bisschen da am Außenrand. Macht das ein bisschen schöner, weil das mit diesen verdorbenen Feldern ist eigentlich so der einzigste größere Mangel. Und der Rest ist halt wie hier mal ein bisschen Gebüsch, was auch zu weit auf der Straße platziert ist und so. Damit kann man leben. Das ist halt jetzt kein Beinbruch oder am Hof sind die Gullydecke ein bisschen zu hoch platziert worden. Das sind halt alles Kleinigkeiten, die man ziemlich leicht fixen kann. Sonst habe ich wirklich hier nur schöne Sachen gefunden. Hier da sind zum Beispiel andere Fruchtsorte. Das könnte man auch noch mal fixen. Aber wie gesagt, ansonsten sehr schöne Map, finde ich sehr empfehlenswert. Nicht so planiert, alles schnurgerade, wirklich schön auf jeden Fall. Felder könnten noch ein bisschen runder sein, aber ich denke mal, er hat das auch eher helferfreundlich gemacht. Könnt ihr gerne meine Kommentare dazu schreiben, was ihr von der Map bis jetzt haltet, wenn ihr das so seht. Oder ob ihr die schon getestet habt selber. Dann könnt ihr das Startgeld auch noch ein bisschen reduzieren auf Mittel. 1,2 Millionen ist ein bisschen viel. Bloß das Problem ist wiederum, wäre ich jetzt auf schwer wieder gegangen,
hätten wir so extrem wenig verdient. Also da verdienen wir ja wirklich fast gar nichts. Jetzt bin ich... Oh, jetzt haben wir... Ja, 1000er Bereich, 1800. Noch schwer ist es ja unter 1000. Die teuersten Sachen. Ah, ich glaube, das nächste Ziel ist dann hier Feld 18. Maschinen haben wir ja erstmal. Dann könnte man noch den großen Tiefengrubber mit Düngefunktion kaufen. Tiere können wir auf jeden Fall machen. Die Scheune ist ja schon vorhanden. Da bin ich mega gespannt drauf. Muss ich finde jetzt gerade zu Anfang gleich mit Schaf, mit Rinder anfangen, das ist zu umständlich. Da wären wir jetzt überhaupt nicht vorangekommen. Aber alles Stück für Stück. Können wir gleich, wenn wir an der Maisreihe vorbei sind, den Helfer anschmeißen und die nächsten Sachen holen. Anderen Anhänger brauchen wir auch auf jeden Fall. Weil der kleine wird zu gering sein, aber ich will jetzt keinen Kredit aufnehmen. Oder sind die 1,2 Millionen vom Kredit her? Ah, wir haben... Schon eine Viertelmillion Kredit. Ah. So. Nehmen wir mit dem Fast Truck hier den Düngerschüsslerbeng und so mit. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Wenn wir die Soja weggebracht haben, kaufen wir uns noch Düngesilos. Müssen wir hier nicht immer Big Packs holen. Wie war das? Konnte das Ding Allradlenkung? Ah, da ist Verkehr. Ah. Also so von innen sieht das gar nicht aus, als wenn er 70 fährt. Korntank fast voll. Verdammt, wir müssen ja wahrscheinlich sogar einen Kredit aufnehmen, noch einen größeren, um das andere Schneidwerk für die Sonnenblumen zu kaufen. Ich glaube nicht, dass wir mit den Sojabohnen so viel verdienen werden. So, die Einfahrt? Ne, ein weiter. So.
Blinker noch angewiesen. Okay, stellen wir hier hin. Der kommt da in die Ecke. Dann der Anhänger stand, glaube ich, oben. Boah, hier mit dem Anhänger hoch wird auch krass. Oha. So, gab es hier vorne doch auch eine Abfahrt, ne? Ja. Nee. Das Ding wollte ich. Boah, zum Glück steht er richtig rum, der Drescher. So, jetzt bin ich gerade beim Überlegen, kann ich das Schneidwerk kaufen und irgendwie schon mitbringen? Dann bräuchte ich einen Tieflader oder sowas für. Oder ich müsste ein normales Schneidwerk holen, was ich halt auf den Ladewagen packen kann. Neun Meter. Wie kriege ich das Ding auf den Ladewagen? Ja, gute Frage, nächste. Hätte ich keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zurückzufahren mit dem Drescher. Maisflöcker kaufen. Ich will das jetzt mal probieren, ob das geht, ob man das Ding wirklich irgendwie auf den Ladewagen legen kann. Schneidwerkswagen, meinte ich. Kaufen. Jetzt brauchen wir noch einen Mähdrescher, irgendwas Kleines, was wir mieten können. Ja, 5000. Egal, zum Testen wird das mal funktionieren. Erstmal den Mähdrescher weg. Hoffentlich kann er das heben und kippt mich vorne über. Ein halb so großer Schneidwerkswagen hätte auch gereicht.
fahre ich lieber mit dem Trecker nochmal, als mit dem lahmen Drescher. Von da muss er auch. Da bin ich mal gespannt. Das ist vielleicht besser, als wenn man den ausklappt. Ja, der passt da gar nicht drauf. Ach, Menno. Doch, das geht, das geht. Ha! Ich bin so gut. Schwertransport. Scheint zu funktionieren. Ich hoffe nur, dass wir nirgendwo gegenstoßen. Oh, wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde. Ja, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Kleiner Cliffhanger, schaffen wir es, der Schneidberg zurück zum Hof zu bringen, ohne Zwischenfälle. Wir werden es dann erfahren in der nächsten Folge. ES19, huch, mit IW Gaming TV. Macht's gut, ciao, ciao.